finde ich unheimlich wichtig. Wie ist das dann für euch? Wusstet ihr schon relativ früh sehr klar, was ihr wollt und wohin es für euch geht? Oder wart ihr auch so ein bisschen, sag mal, von den ganzen Möglichkeiten, die man so hat, verwirrt? Ich wusste überhaupt nicht, was ich möchte. Aber ich habe mir irgendwie, glaube ich, so ab der 11. zum Glück auch keinen Druck mehr gemacht. Und dann hat sich's glücklicherweise so gefügt, dass der Film mich mitgenommen hat. Und ich mich erst jetzt im Nachhinein dafür entschieden habe, nachdem ich das Glück hatte, eben diesen Weg schon mitgehen zu können. Deswegen hat sich das bei mir irgendwie von alleine ergeben. Und trotzdem sind natürlich die ganzen Fragen da und trotzdem weiß ich nicht, wie lange ich das weitermachen werde und gucke so nach rechts und links, was noch für mich gut sein könnte. Hast du da selber auch irgendwie für dich was herausgefunden, wo du sagst, okay, ich konzentriere mich nur auf eins erstmal, oder ich strecke schon halt auch meine Fühler so ein bisschen nach rechts und links aus und mache vielleicht noch ein Projekt dann nebenbei? Ich war, glaube ich, am Anfang, als es noch nicht meine Entscheidung war, sozusagen bewusst, dieser Filmweg, war ich schon sehr verwirrt und habe immer gedacht, oh Gott, ich brauche noch was anderes. Aber jetzt hat sich das so ein bisschen umgedreht und mein Fokus liegt da. Und klar brauche ich Input noch anderen, aber trotzdem ist das jetzt der Weg, den ich jetzt durch diese Entscheidung intensiver einfach und anders gehe. Wie ist das für dich? Kannst du noch mal die Frage stellen? Wusstest du für dich schon relativ früh klar, wohin es für dich geht, was du willst? Beziehen wir uns jetzt auf das Schauspiel, auf den Beruf, dann weiß ich nicht, ob das so, ob 16 früh ist oder nicht. Ist, ja. Schon. Dann ja. Ich habe natürlich auch früh angefangen zu drehen mit 13, aber das war natürlich noch immer unentschlossen. Man ist ja dann auch ein wirkliches Kind. Das war eher ein großer Spielplatz. Und mit 16 war ich mir dann schon sehr klar. Und wusste, okay, das ist das, was ich machen möchte. Das ist das, was mir Spaß macht. Habe dann den Fokus darauf auch gesetzt, Geschichten erzählen zu wollen. Deswegen war die Entscheidung dann doch schon recht früh klar. Ja. Und privat bist du jetzt ja auch schon, dass du eine Familie hast. Also wenn man jetzt mal so guckt, die Statistiken, dass so viele erst über 30 halt dann schon sind, wenn sie überlegen, überhaupt eine Familie zu haben. Bist du da so eine Ausnahme bei dir im Bekannten- und Freundeskreis eigentlich? Nee, finde ich nicht. Ich habe das Gefühl, gerade ist es umgedreht, dass ganz viele junge Leute wieder heiraten, Kinder bekommen, Kinder wollen. Es ist natürlich auch so eine Art Hafen. Es ist eine Sicherheit, es ist ein Ankommen, es ist Heimat in einer Welt, wo man überall zu Hause sein kann, was kontaktet, nach Amerika, Indien, Australien. Du bist ja irgendwie, es ist überall auch Freunde. Irgendwie durch das digitale Zeitalter ist man ja nun auch ganz schnell überall. Ist das so ein Sammelpunkt, wo man ankommt, wo man sein kann, darf, Maskerade ab, Jack. Deswegen ist das irgendwie, habe ich das Gefühl, ist das was Schönes, etwas, und deswegen auch entschieden, bewusst entschlossen. Das finde ich schön, weil gerade bei dem Film auch gesagt, man möchte halt Spuren hinterlassen, und ich finde, Kinder sind da eigentlich genau das. Absolut, ja. Was war denn für euch der schönste oder herausforderndste Drehmoment? Ach, mir fällt irgendwie gar nicht so spontan ein Moment oder eine Szene ein, aber man hat natürlich, man ist nicht jeden Tag gleich energievoll und gleich motiviert vielleicht oder gleich gut drauf, und ich weiß, dass ich auf jeden Fall einen Tag hatte, wo ich überhaupt nicht gut drauf war und einfach mit so einer persönlichen, weiß auch, was auch immer, ja, mit so einer persönlichen Emotion dann trotzdem so einen Plan für den Tag zu bekommen, der auch an dem Tag echt nicht leicht war, so. Und das war irgendwie so das Schwierigste, glaube ich, für mich. Das Schwierigste beim Drehen, was das war? Und dein schönster Moment? Das ist schwierig. Das gibt viele schöne Momente, es gibt viele anstrengende Momente. Es gibt auch Momente, in denen man Angst hat. Es gibt Momente beim Drehen, wo man vielleicht denkt, okay, jetzt funktioniert das nicht so, wie man sich es erhofft hat. Irgendwie ist die Figur doch anders, als man sie sich gebaut hat. Oder manchmal ist es nach dem Dreh schwierig,
wieder nach Hause zu kommen, beziehungsweise man entwickelt ja auch einen engen Bezug zu den Leuten, wenn man lange dreht. Man gründet Freundschaften, man ist sehr vertraut, es ist eine sehr intime Atmosphäre. Das loslassen müssen ist manchmal nicht so einfach. Das ist ja das Schöne an diesem Beruf, ne? Das ist eine Talfahrt. Es geht hoch, es geht runter, es gibt tolle Momente, witzige, schöne, emotionale, aber auch tiefe, traurige. Da geht man durch. Deswegen kann ich das so pauschal gar nicht auf eine Situation beschränken. Okay. Wie geht ihr dann persönlich damit um, wenn jetzt irgendwie eine Phase gerade ist, wo viele Entscheidungen zu treffen sind oder der Druck halt sehr groß ist, vielleicht Erwartungen? Was macht ihr dann? Schnell entscheiden. Ja, ich glaube, das ist das für mich das Beste. Mhm. Also somit eine Entscheidung trifft man ja, das heißt ja irgendwie scheiden, sich loszulösen von zwei Alternativen. Entscheidung, das Ende, ich scheide mich, ne, von zwei Optionen und nehme die eine. Und wenn ich das schnell tue, ist es somit entschieden. Das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Trick, um diesem Wirrwarr zu entkommen, ne, diesem Druck auch, sondern zu sagen, okay, ich gehe jetzt vielleicht auch klar den Weg. Ist vielleicht nicht immer gut. Aber dann muss man die Verantwortung dafür übernehmen. Ne? Für ich finde das total spannend, weil dann kommt die Angst ja nicht so schnell rein. Richtig. Ne? Wenn man zu lange drüber nachdenkt, kommt ja halt die Angst und blockiert einen. Der Verstand. Genau, aus dem Bauch heraus. Genau, und der Verstand, der ist ja oftmals der Dämon, ne? Der so ein bisschen dagegen wirkt, ne? Der so abwägt, Pro und Contra, was ja auch nicht immer gut sein kann, was aber auch manchmal gut ist. Aber ich glaube, schnelle Entscheidung waren oft wichtig für mich. Ich glaube, ich komme immer mehr dahin, dass ich versuche, schneller zu entscheiden, weil das Bauchgefühl meistens von Anfang an schon da ist und auch die richtige Entscheidung, mit der man dann im Endeffekt nichts bereut und nichts bereuen muss, egal was rauskommt. Aber ich glaube, mir ist es einfach immer ganz oft wichtig, das trotzdem noch so ein bisschen reifen zu lassen und viel darüber zu reden und dann zu gucken, ob das Bauchgefühl auch wirklich, also das einfach nochmal so zu unterlegen. So. Und was möchtet ihr, was der Zuschauer mit rausnimmt, wenn er aus dem Kino geht? Dass er sich Fragen stellt. Ja. Dass er reflektiert, dass er vielleicht einen Bezug Punkt hat zu einer der Figuren, dass er, das ist ja wie so ein roter Faden, wie so ein Orientierungspunkt, ich glaub, anknüpfen kommt, kann. Ja, es kommt tatsächlich auch darauf irgendwie ein bisschen an, wer das schaut, weil es halt so ein Generationsfilm ist. Ich hoffe, dass andere Generationen zum Beispiel einen guten Einblick einfach bekommen in unsere Fragen, in unsere Themen und auch in die Schwere, die uns diese Fragen wirklich für uns mitbringen. So. Und dann werden wahrscheinlich Leute aus unserer Generation sich wiederfinden und erkennen und irgendwie anknüpfen können. Und vielleicht, weil am Ende ja doch auch irgendwie eine Message mitgegeben wird. Ja, genau. Auch die Eltern, hattest du vorhin gesagt, das fand ich gut. Ne? Sollen mal die Eltern gucken. Dann wissen die, was losgeht in uns, was vorgeht. Ja. Ne? Ist ja auch nicht. Den Druck setzen, nicht nur, aber einfach, ich glaube es tatsächlich, also für uns wird es vielleicht auch schwer sein, die Generation unter uns und unsere Kinder zu verstehen, weil die einfach komplett anders aufwachsen und das zu begreifen, auch emotional, ist gar nicht so leicht, glaube ich. Super, ich danke. Danke. Dankeschön.